Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Die Internetplattform WikiLeaks, meine Damen und Herren, hat mit ihren Veröffentlichungen weltweit Politiker gegen sich aufgebracht. Ja, WikiLeaks-Boss Julian Assange hat über Nacht Osama Bin Laden als amerikanischer Staatsfeind Nummer 1 abgelöst. Laut Spiegel TV überlegten sich die USA ernsthaft, den Mann zu exekutieren, ohne Prozess und Urteil zu ermorden. Also, da muss man sich doch fragen, was der Mann denn eigentlich angestellt hat, um solch rigoroses Vorgehen zu verdienen. Hat er gemordet? Hat er Flugzeuge in Hochhäuser gesteuert? Hat er Terroristen Waffen verkauft oder waffenfähiges Plutonium? Hat er Menschen entführt und in Guantanamo gefoltert? Nichts von alledem. Aber Julian Assange hat etwas viel Schlimmeres gemacht. Er hat unter anderem die größte, beste und gescheiteste Saubernation der ganzen Welt vor eben dieser Welt bloßgestellt. Er hat peinlicherweise aufgezeigt, wie abgrundtief dumm und arrogant und inkompetent unter anderem amerikanische Diplomaten und Politiker doch tatsächlich sein können. Und wie abgrundtief unmenschlich und verbrecherisch Soldaten im Falle der Ermordung afghanischer Zivilisten. Was wegen Dummheit und Brutalität geheim gehalten werden sollte, WikiLeaks hat's publik gemacht. Und das geht natürlich nicht. Das ist Netzbeschmutzung und Terror und Landesverrat und überhaupt ganz, ganz böse und frech. Darum muss so viel Respektlosigkeit natürlich so schnell und so hart wie möglich bestraft werden. Aber ein Gerichtsverfahren wegen Geheimnis- und Landesverrats und dann dazu noch in den USA? Nein, das wollten die Amerikaner auch wieder nicht. Weil dann müsste man ja die ganzen Peinlichkeiten nochmals und in aller Weltöffentlichkeit diskutieren, was nun gar nicht im Sinne der Betroffenen sein kann. Aber wie praktisch. Da tauchen doch nicht etwa in den USA, sondern in Schweden gleich zwei vergewaltigte Frauen auf. In einer Gegend also, welche 99% der Amerikaner gar nicht kennen oder sowieso mit der Schweiz verwechseln. Wie praktisch also, vor allem, weil wahrscheinlich die Menschen auf der Straße mit dem Internet-Informationspiraten sympathisieren und seine Aktionen lustig und spannend finden. Mit einem Vergewaltiger aber sympathisiert niemand. Vergewaltigung findet niemand lustig oder spannend. So hat man dann die Menschen wieder auf seiner Seite. Auf der richtigen, also. Uns hat interessiert, ob denn die Leute auf der Straße wirklich so denken. Und weil WikiLeaks ja jetzt eine schweizerische Internetadresse hat und die Amerikaner Schweden sowieso mit der Schweiz verwechseln, haben wir in der Schweiz eine absolut nicht repräsentative Umfrage gestartet und erstaunlich dezidierte Antworten bekommen. Ich bin für die Wahrheit. Ich bin ein Weltpatriot. Ich denke, es werden Sachen publiziert worden sein, die jetzt wahrscheinlich nicht so tragisch sind oder wo ich finde, sollte die Öffentlichkeit auch wissen und andere Sachen, die sollte die Öffentlichkeit vielleicht nicht unbedingt kennen. WikiLeaks hat doch eine Transparenz geschaffen und es geht darum, die noch zu erweitern. Zu dem Video mit der Ermordung von Zivilisten hat diese Dame eine klare Meinung. Ja, finde ich schon, dass die Öffentlichkeit das wissen sollte. So. Und auch zur Asylfrage haben die befragten Schweizer klar geantwortet. Die Frage ist, ob er den Antrag schon gestellt hat. Wenn er ihn stellt, dann darf er kommen. Die Schweizer Regierung, Micheline Galmiret, unsere Patriotin, sollte dem Assange ein Nummerkonto zur Verfügung stellen. Und als neutrales Land, weil Schweden ja behindert ist durch den amerikanischen Druck, sollen sie ihm Asyl gewähren. Das wäre das Minimum und das erwarte ich von Micheline Galmiret. Auch zur Idee, Assange ermorden zu lassen, war eine klare Aussage erhältlich. Also ehrlich gesagt, die Meinung von dieser dummen Frau ist nicht wichtig. Soweit also unsere kleine, nicht unbedingt repräsentative Umfrage auf Schweizer Straßen. Als Schlusspunkt noch ein Wort in Französisch. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Und dass Sie keine Geheimnisse vor WikiLeaks haben mögen. Oui, alors moi je trouve concernant le site WikiLeaks, moi je trouve que la documentation, tout ce qui
qui se passe. C'est tout à fait normal que tout le monde soit au courant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui restent encore cachées dans ce sens. Et la transparence doit exister un peu partout dans le monde.